Hallo liebe Hungrige, das bin natürlich nicht ich, sondern Dani. Auch dieses Video hier haben wir schon ihr zu verdanken. Und heute backen wir nach Danis Rezept eben den leckeren Nougat-Marzipanstollen. Denn es wird ja langsam Zeit, die Weihnachtsbäckerei einzuläuten. Bevor wir loslegen, noch drei Hinweise. Erstens, ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar diesen tollen mit 25, ihr habt richtig gehört, nicht 24, sondern 25 Leckereien gefüllten Adventskalender der österreichischen Firma Zotter. Eine wahre Fundgrube für alle, die Schokolade lieben. Und wer macht das schon nicht? Dort ist alles zu finden, angefangen von Basics fürs Backen bis hin zu ausgewählten Spezialitäten und manche davon sogar international preisgekrönt. Eine sogar mit dem ersten Platz. Und nein, bevor die Frage kommt, ist es kein Product Placement. Aber ich mag diese Schokolade sehr. Und für alle, die nicht den Adventskalender gewinnen, das Gewinnspiel gibt es übrigens am Ende, und trotzdem die Schokolade mal kosten möchten, den entsprechenden Link findet ihr in der Infobox. Hinweis 2. Es gibt Stollenbackformen, wusste ich, habe aber zum ersten Mal drin gebacken und bin ziemlich überzeugt. Wo ihr eine solche herbekommt, auch dazu gibt es einen Link in der Infobox. Hinweis Nummer 3, es gibt Stollenmehl, das wusste ich nicht. Ist zwar auch 405er, allerdings aus speziellen Weizensorten und insofern eben besonders zum Stollenbacken geeignet. Ich verwende es und was wir sonst noch brauchen, erfahrt ihr gleich. So Dani, du wolltest uns jetzt sagen, was wir alles dafür brauchen, für unser Backwerk heute. Also wir brauchen für unser leckeres Backwerk einmal Quark, dann Eier, Haselnusskerne, gemahlene dann auf jeden Fall, Butter, Zucker, Lebkuchengewürz, alternativ kann das natürlich auch ein Christstollengewürz sein, Backpulver und auch Puderzucker für die Glasur. Du hast Butter gesagt, für mich sieht das eher wie Margarine aus, oder? Ja, das ist Margarine. Okay. Ja, okay. So, und dann kommt in den Stollen ja noch Nougat rein und Marzipan. Und wir haben da heute ein ganz besonderes ausgesucht, von der Firma Zotter ist das. Und Marzipan, wenn ihr die Deluxe-Variante haben wollt, dann könnt ihr natürlich hier so ein doch etwas höherwertiges Amaretto und Marzipan zum Beispiel benutzen. Ansonsten nehmt ganz normal dieses Rohmarzipan, das man eben zum Backen verwenden kann, ja? So, was müssen wir jetzt machen? Also als erstes wird das Nougat grob gewürfelt. Gut, dann mache ich das mal. Sieht das nicht cool aus, hä? Siehst du, und hier ist sogar eingeteilt in verschiedene Grammzahlen. 30 Gramm, 35 Gramm, 10 Gramm, wenn das und... Aber wir machen das heute einfach mal wild drauf los. Du hast doch den Stollen schon mal gebacken. Das ist doch eines deiner Lieblingsweihnachtsrezepte. Hast du Erfahrung, wie grob jetzt gewürfelt? Also sicherlich alles nochmal halbieren mindestens, oder? Genau, einmal halbieren und... Das reicht dann, das, oder? Das reicht. Sicher? Ja. Du bist die Chefin, ich vertraue dir da. Genau so. Das hat den großen Vorteil, wenn es schief geht, kann ich immer sagen, Dani ist schuld. Genau, dann bin ich schuld. Ja. Ja. Okay, reicht so, ja? Okay? Sieht perfekt aus. Na, siehst du, wenigstens etwas kann ich. So, und anschließend verfahren wir mit dem Marzipan ebenso, also auch grob würfeln. Also ich persönlich bin ja auch ein richtiger Fan von Marzipan. Ich weiß, die Meinungen gehen da ja auseinander. Aber jetzt haben wir ja beides im Stollen. Also eine ideale Kombination. So, du müsstest jetzt bitte mal in die Rührschüssel das Lebkuchen bzw. Christstollengewürz geben. Zum Mehl, zu unserem Stollenmehl. Jawohl. Dann kommt Backpulver mit dazu. Jupp. So, und jetzt kannst du dich rührenderweise betätigen und alles miteinander vermischen, ja? Na, das kriege ich gerade noch so hin. Und ich denke mal, so ein Schneebesen ist dafür wirklich geeignet. So, jetzt haben wir die weiche Butter hier. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt darfst du den Zucker damit reinmachen. Okay. Genau. Anschließend noch den Quark mit dazugeben. Und dann darfst du das verrühren. Ja. Schön zu einer Masse verrühren. Bitte? Schön zu einer Masse verrühren. Okay. Das sollte, reicht? Das sollte erstmal reichen, genau. Okay. Und jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt darfst du die Eier aufschlagen. Number one. Waren da zwei, ne? Ja, zwei Eier, genau. Und anschließend noch gemahlenen Haselnusskerne. Okay. Und dann verrühren wir das Ganze nochmal. So, und jetzt kommt die Mehlmischung mit dazu, ja? Genau.
Aber nicht alles auf einmal, sondern ich lasse das so etappenweise, ja? Nach und genau, nach. Genau, okay. Nach und nach. Gut, na dann. Ja, wir sind am eingeschworenes Team. Genau. So, vielleicht nehmen wir einfach die Knethaken besser. Also ihr könnt alternativ auch die Hände dafür nehmen jetzt, ja? Aber wir machen es jetzt weiter mit den Knethaken. So, den Teig jetzt am besten mit den Händen zu einer Kugelform oder zu sowas ähnlichem wie eine Kugel. Du darfst jetzt die Arbeitsfläche noch ein bisschen mehlen, damit ich den Teig gleich vernünftig ausrollen kann. Ich versuche es zumindest. Okay. Warte, ich leg dir den Teig noch drauf und dann kannst du deines Amtes walten. Aber Frau und Nudelholz, das ist immer so ein Risiko für uns Männer. Also. Aber du bist mir ja gut gesonnen, insofern habe ich ja nichts zu befürchten. Ne? Ja, na wie gesagt, so viel Erfahrung habe ich damit nicht, weil ich habe ja keine... Was, mit Frauen? Mit Männern? Mit Männerhauen oder mit... Nein, ach, mit dem Nudelholz. Nudelholz. Ach so. Also brauchst du keine Angst haben. Okay. So, dann reiche dir mal Nougat Marzipan und sei doch mal so lieb und verteil das doch am besten gleich mal drauf. Ja? Warum so auf dem Haufen? Naja, so in die Mitte halt. Es wird doch eingeschlagen. Ich dachte, das soll verteilt werden, so ringsrum. Naja, man kann es auch verteilen. Nee, wie du möchtest. Du hast ja schon mehrfach gebacken. Also, du hast ja dann ich habe das meistens davon in die Mitte einfach gemacht. Okay, okay, und dann, okay. Und dann so eingerollt. Und wenn dann halt ein paar Spritzen sind, dann läuft es nämlich noch schön dazwischen. Okay. Ja. So. So, und jetzt muss der Teig faktisch eingeschlagen werden. Oder wie jetzt, ja? Jo, also ich habe das dann einfach so zusammengeklappt und dann rübergerollt. Du zeigst uns das jetzt ganz einfach mal. Ja? Okay, ich fange einfach von der Seite mal an. Wieder was dazugelernt. Jo, so. Und dabei bist du ja gar keine Bäckerin, oder? Nee. Oh, da müsste ich ja schon, da müsste ich ja noch eher aufstehen. Um Gottes Willen. Aber zwischendurch kann man das machen. Ja. So, wie jetzt geformt ist, könnte er eigentlich jetzt schon in den Ofen, aber um die klassische Stollenform herzustellen, sind jetzt noch ein paar Korrekturen notwendig. Und das zeigt uns Dani jetzt mal. Teigrolle in die Mitte drücken, ja? Wie tief? Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch. Ja, reicht, reicht, reicht. Geht mal raus. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen noch. Okay, 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 okay. So. Und jetzt wird die eine Hälfte davon, für welche du dich entscheidest, bleibt dir überlassen. Ich würde die vordere nehmen, du kannst aber woanders machen. Ja. Die wird drum gekippt, aber eben nicht überlappend, sondern faktisch so, dass sie hier hinten auf die hintere Kante der Nut faktisch da abschließt. Und damit kriegt man faktisch diese klassische Stollenform. Okay. Also versuch mal mit deinen zarten Händen. So. Ja, komm fast schon. Ja, das ist ja genau. Bist du hier drüben noch? Na, siehste. Na, wunderbar. So, jetzt noch ein bisschen nacharbeiten und dann. Also, wunderbar. Müssen wir bloß noch auf Backblech geben und dann wird für 50 Minuten gebacken. So sieht's gut aus. Okay. Also, wir brauchen jetzt ein Backblech und dann legen wir jetzt so vorsichtshalber drei Böden von den Backpapier aus. Ja, warum drei jetzt? Naja, damit wir nicht Gefahr laufen, dass der Stollen dann von unten einfach zu dunkel wird. Ach so, bei okay, der, okay. Dann. Bei der wird ja 50 Minuten jetzt gebacken und es ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Okay, alles klar. Und dann einfach zur Sicherheit drei übereinander. So. Und jetzt Stollen draufgeben, ja? Genau, das darfst du jetzt so übernehmen. Okay, okay, mach ich. Also zum Verschenken kann man die natürlich alternativ auch kleiner machen. Aber ich will ja nicht verschenken, wir wollen ja selber essen. Selber essen, genau. Selber essen macht fett. Richtig, richtig. So, dann mal ein bisschen korrigieren hier die Form und dann ab damit in den Backofen. Gebacken wird jetzt für 50 Minuten bei 175 Grad bei Umluft. Fertig gebacken sollte er dann so ungefähr aussehen. So, und der Rest von der Margarine wird jetzt noch geschmolzen. So, jetzt pinseln wir den Stollen ein mit der geschmolzenen Margarine. Schön verteilen überall, dass der Puderzucker auch schön dran haften bleibt. Und jetzt muss alles noch mit ordentlich einer dicken Schicht Puderzucker bestäubt werden, ne? Richtig? Das ist richtig. Ich gebe dir mal ein bisschen. Jawohl. Mach rein. Warte. Jetzt kannst du Frau Hölle spielen. Ja.
Aber Hauptsache es schneit auch mal wirklich dann dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr weiße Weihnachten, habe ich gebucht. Sehr gut. Soll ich mal das Blech so ein bisschen ankippen, damit an die Seiten mal einfacher was ran kann oder nicht? Nee? Ja, doch. Ja? Ja. Na, siehst du, sieht das schon mal wunderschön aus. Und jetzt werden wir noch den Stollen ein bisschen abkühlen lassen und uns dann eine ordentliche, dicke Scheibe davon einverleiben. Auf jeden Fall. Ja. Okay. So, nun wollen wir unser Backwerk doch mal anschneiden. Sieht der lecker aus, na, sieht der lecker aus. Mir gefällt er. Ja. Ja, super, Dani, hat Spaß gemacht mit dir. Ich bin stolz auf dich. Ja. Aber eigentlich bist du ja sowieso eine gestandene Zuckerbäckerin, Hobbybäckerin. Ja, ab und an, ab und an. Also, recht vielen Dank, hat Spaß gemacht mit dir. So, Dani hat mich verlassen, also temporär. Und ich backe jetzt einen zweiten Stollen. Alles wie gehabt, nur mit dem Unterschied jetzt in der Stollenbackform. Und während ich die Handgriffe erledige, die ihr nun schon kennt, kurz noch zwei Hinweise. Das ist kein Stollen, der durchs lange liegen lassen an Geschmack gewinnt. Dieser Stollen sollte schon so innerhalb einer Woche aufgegessen werden. Er ist vom Geschmack her eher eine Mischung aus Stollen und Rührkuchen. Und wer ihn geschmacklich eben doch eher stollentypisch haben möchte, sollte die Zutaten um die üblichen Verdächtigen ergänzen. Also Zitronat, Orangeat, Rosinen, Mandel oder Rumaroma. Mir allerdings schmeckt er so, wie ihr ihn hier sehen könnt. Ich verteile jetzt mal Nougat und Marzipan ein bisschen großflächiger. Den Teig nun also in die Stollenbackform drücken, geht ganz leicht, mit der offenen Seite nach unten aufs Backblech legen und dann, wie gehabt, backen. Und wenn wir dann rausnehmen, können wir sehen, ist natürlich eine ideale Form jetzt. Aufgeschnitten sieht dann so aus. Also es sind schon schöne Stollen und sie schmecken auch lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen, eine schöne Vorweihnachtszeit und guten Appetit. Doch halt, ihr könnt ja noch was gewinnen. Und dazu müsst ihr folgende Frage beantworten. Die Schokoladenmanufaktur Zotter ist auch international aktiv und hat in dem Zusammenhang ein Projekt ins Leben gerufen. Und das nennt sich Kakao statt, ja, vollende den Projektnamen. Und dieses eine fehlende Wort schickt ihr mir dann per E-Mail. Alle Modalitäten findet ihr in der Infobox. Ich drücke euch die Daumen. Falls ihr euch allerdings einen Adventskalender lieber selber backen möchtet oder euch noch gar nicht weihnachtlich ist und ihr deswegen vielleicht lieber eine Pizza essen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.